So, jetzt haben wir beim Bambi 2018 ein Beispiel für eine junge Dame, die quasi über Nacht zum Star geworden ist mit Babylon Berlin. Lisa Fries, sag mal, wie fühlt sich das an, von heute auf morgen nicht mehr normal durch die Fußgängerzonen dieser Nationen laufen zu können, weil du einfach ständig erkannt wirst? Also größtenteils ist es sehr schön, weil ich sehr positive Rückmeldungen bekomme und sehr respektvoll, mit viel Freude stets und ständig überall empfangen werde. Das ist sehr schön. Manchmal ist es aber auch ungewohnt und ja, also ich werde mich daran gewöhnen wahrscheinlich. Ja, klar. Oh, da wird gejubelt, mein lieber Freund. Also, das ist ja unglaublich. Aber es ist ja so, du weißt das ja vor allem zu schätzen, weil ich habe gelesen irgendwo, teilweise war es so, dass Rollen von dir dem Schneidetisch zum Opfer gefallen sind. Also, dass du irgendwie eine Nebenrolle gespielt hast, die ist rausgeflogen. Also, jetzt kannst du den Erfolg sozusagen in vollen Zügen genießen. Ja. Also das war nur ein einziges Mal, das war mein allererster Film, Elementarteilchen von Oskar Röhler. Da bin ich nicht drin, aber sonst habe ich es in jedem Film geschafft, in dem ich auch mitgespielt habe. Und heute bist du in zwei Kategorien nominiert und ja. Bist schon aufgeregt. Hoffst du, so einen Rehlein mit nach Hause nehmen zu können? Ich kann es mir ja fast vorstellen. Ich fände es wahnsinnig schön, also für das eine und auch für das andere. Ich würde mich sehr freuen, klar. Super. Dann drücken wir dir die Daumen und wünschen dir einen ganz, ganz tollen Abend. Vielen Dank. Lisa Fries. Vielen Dank.